Wo waren wir denn stehen geblieben? Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir wollten Flusswels. Ah, stimmt, da hatten wir keinen Bock drauf. Dann hatten wir alles andere von Grantabrück Skyrail geklärt, so wie ich das sehe. Und unsere nächste Quest bringt uns nach Hafnatorp. Hafnatorp. Oder so. Wir können aber ja auch mal. Nach Nordwege reisen und gucken, was da so abgeht und wie die Welt generell aussieht im Schnee. Mit diesem dicken PC. Alter. Interessiert mich. So mal nebenbei an einem 10. ersten Sonntag. Sieht kalt aus, auf jeden Fall. Sieht kalt aus. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach so. Nichts anderes. Da würde ich nämlich jetzt einfach mal sagen. Wir reisen mal hier hin und gehen da mal durch. Gucken, was da so für Anfangsloot noch gibt oder was sich da vor uns versteckt hat. So, Riga Filki. Oder wenn man es so ausspricht, I don't know. Hier gab es keinen Heuhaufen, ne? Hier gab es diesen Teich da. Easy. Easy. Damage im Cold War. So, wo sind wir denn? Da gibt es noch eine Mission für uns. Gehen wir da doch mal hin. Stavanger. Der von ganz Anfang, wo wir verpackt hatten. Eivor Wolfsmal, bist du. Rolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Servus, Rolf. Schön, dass du dich erinnerst. Es war das erste Mal, dass Dörbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich nach einem Anführer für meine Mannschaft. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft. Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Wie? Wenn du jemandes wahren Charakter sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen. Okay. Zeig mir, wen du hast. Kloppen. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern. Wie schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Ich bin halt famous. Gut oder schlecht? Kommt darauf an, mit wem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Die sollten wegen mir besorgt sein. Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie anderswo aus. Okay. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Oddbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Aaschild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Torgis. Rolf, wen hast du denn da?
Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Alles klar. Hör zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Klar. Dann gibt's aus Mauditz. Ich werde... Kämpft! Ein Krieger muss skrupellos sein. Okay, gegen zwei. Ihr habt noch viel zu lernen. Pass auf! Oh, die ist ausgeschaltet. Das sind nur wir zwei, Bruder. Als ob, wieso kann ich denn keine Griffe machen? Junge, der macht mich nass. Wie quick der angreift, Mann. Oh, nee, was geht? Alter. Jetzt aber. Gut. Hab ich gewonnen? Du wirst erst gegen mich kämpfen müssen. Vielleicht setzt du dich lieber wieder. Nein, nein, mir geht es gut. Kümmere dich nicht um mich, sondern lieber um dich selbst. Bist erledigt. Okay. Das genügt. Das war easy. Habe ich gewonnen? Nein, doch du hast gut gekämpft. Und du hast gute Aussichten. Ich hätte lieber etwas Met. Lieber saufen als kämpfen. Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja, hätte nicht gedacht, dass Torgils es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Tor, der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf, weil ich dich und Sigurd damals übers Ohr gehauen habe. Viel Glück. Ehrenmann. Was? Dann haben wir das abgeschlossen. Und dann machen wir direkt hier hinten weiter. Reiz hier nicht verfügbar, Digga. Komm, wo ist es? So geil, dass man hier endlich innerhalb der Ortschaft gescheit reiten kann. Oder? Ne, man kann immer noch nicht quick reiten. Wollt ihr mich rollen? Naja. Besser als rennen auf jeden Fall. Dieser Ort wird gut bewacht. Und los! Ein Land aus Schnee und Eis. Was sagt eigentlich hier? Ja, 100 FPS im Schnitt. Passt ja. Da hinten ist unser Gerätsel. Den habe ich.
den habe ich auch. Oh. Hat uns erwischt, der sagt. Und direkt in die Fresse kloppen. Nicht mit mir, Freundchen. Schon unsere Mission. Ah, Hachi. Wie kann ich Ehre an mich binden? Ja, ehrenhaft verhalten, Digga. Unbemerkt kamst du von hinten. Augen auf. Bist du ein Skalde? Ich habe noch nie jemanden so Verse rufen hören. Ein Skalde? Oh nein, gar nicht. Ich suche nur nach Ehre und bin dabei vom Weg abgekommen. Mhm. Hier suchst du nach Ehre? Ziemlich entlegener Ort. Ich bin der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Alles klar. Von mir wird erwartet, meiner Familie große Ehre zu bringen. Aber alles ist schon getan. Meine Onkel und Brüder haben alle große Siege errungen und noch größere Tode. Für mich ist nichts mehr übrig, was ich tun könnte. Die Götter erhören meine Gebete nicht. Ja. Aber du bist hier. Einfach. Also willst du einen großen Sieg von mir oder einen großen Tod? Nein, ich will leben. Und einen Kampf gegen dich würde ich niemals überstehen. Das ist wahr. Aber vielleicht könntest du mich zu einem Sieg führen. Ich kann dir ansehen, dass du kein großer Krieger bist. Das weißt du auch. Es gibt keinen Grund, das zu leugnen. Ich könnte dir eine Gelegenheit verschaffen. Irgendein Tier, das auch du bewältigen kannst. Ja, ja, das könnte klappen. Ich könnte ein paar Einzelheiten dazu dichten. Nichts Abwegiges. Skalden machen das so. Bist du also doch ein Skalde? Rühre dich nicht von der Stelle. Ich mache das nur einmal. Ich werde hier sein. Bei meiner Ehre. Okay, dann jetzt irgendwen jagen oder was? Ja, der. Ich will irgendeine Heldentat wieder machen. Oh, ein Bär, schau mal an. Jetzt fliegen meine Pfeile gar nicht. Das ist ja scheiße. Ja, dann komm du her, Digga. Auf. Komm, fight mich. Hinter mir her, komm. Puh. Das ist schon quick, der Bub. Ah, hier ist er, komm. Und bring mir eine Beste. So, erlange deine Ehre. Von Nahem wirken sie viel größer. Ach. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm, Erland, die Ehre ruft. Komm! Bring die Sau zu Fall! Schaffst du schon? Nicht der größte Tod, aber er selbst war auch nicht der größte. Okay. Ja, dann entlehnen wir uns ihm mal. So. Gut swimmen. Weiter geht's. Oh, draußen ist ja gar noch was. So, dann dahin. Wohl. Ja. Komm her. Und Abfahrt. Den anderen Bär würde ich jetzt auch noch fighten. Wenn er noch da ist. Sieht aber nicht so aus. Wer seid ihr? Gut. Besser für euch. Hier!
Ihre dicke Festung. Okay. Was siehst du, alte Freundin? Da ist was. Da ist was. Ja! Hat hier ein Stadtkampf, hat hier ein Kampf stattgefunden oder wird hier noch ein Kampf stattfinden? Hier sollte ich vorsichtig sein. Gut, dann kann man da wohl nicht auch einfach rein. Welche Taste war's? Junge, nicht pusten! Okay, das war J-Horn. Okay, G ist. Warum kann ich nicht meditieren, Junge? Jetzt. Einfach in den Schnee hocken und abwarten. Ich hab Balls of Steel. So, und jetzt. Tarnen. Abfahrt. Du hast nichts gesehen. Komm. Und tschüss. Ein weiteres Opfer für unsere Klinge. Er schippt irgendwas. Ich verfehlt habe. Den erwischt. Direkt hätte er kassiert. So, wer hat mich jetzt gesehen? Wo ist er denn? Ah, da unten. Oh, Scheiße. Ist da irgendwas? Ah, Pfeile. Gut, dann nehmen wir die Pfeilchen mit. Wer hat mich jetzt gesehen? Und tschüss. Schauen wir mal, was hier so in dem Turm geht. Looten und leveln. Die Zeit geht aber so schnell rum beim Zocken, ne? So. Schaffen wir schon. Fast gar keinen Damage gekriegt, ist ja easy. Mich würde jetzt mal interessieren, wie wir denn hier, was die Steuerung uns sagt, was wir drücken, dass wir die Pfeile durchschalten. Oder wechseln wir die im Inventory? Wie wechsle ich die Pfeile durch? Was sind so für Fähigkeiten? Brandpulverfalle. Ah, lol, okay.
Krass, da kann ich ja vier Pfeile gleichzeitig schießen. Der sagt mir aber immer noch nicht, wie ich meine Pfeile wechseln kann. Okay, U ist es nicht. O ist es auch nicht. Sieh mal nach, Sühnen. Naja, egal. Gehen wir erstmal rein jetzt. Ausschalten. Und tschüss. Servus. Hier drin haben wir nichts, also ein bisschen Loot. Den haben wir noch gecasht, bevor er Alarm geschlagen hat. Aber das sieht uns eh nicht. Los, stirb! So oder so! Burn, baby, burn! So. So, und tschüss. Das war's, mein Freund. Unschön. Unschön. Dicken Loot. Dinglinger Sachs. Feiner Dolch. Das sind Wikinger, wir brauchen keinen Dolch, Bruder. Was ist denn los? Weg. Vorhin noch jemand. Mega strong. Hol der bessere Bogenschütze, Digga. Ich weiß nicht, was gibt's. So, dann mal da hinein. Hier hoch und den Schatz collecten. Oh, ist noch ein Schatz oder was das jetzt? Das war's. Dann einmal hier rüber.
Nehme ich das? Ja, easy. Einfach runter. Geländegängig ist es nicht, aber wir müssen darüber. Schauen wir das. Wir scheinen nicht zu erfrieren darauf. Sehr gut. Dann schaffen wir das. Das von der Wasserfall aus. So. Sieht aus, als würde es da drüben hochgehen. Was haben wir da? Gefunden. Oh, nice. So, und wir haben es geschafft. Unser nächster Schatz ist... Boah. Oh, ist das Reue Gesetz. Da bin ich ja fast schneller, wenn ich hier hin mache. Ja, meine Box muss ich ja noch laden. Oh, wieder gearbeitet. Kleinen Moment. Weiter geht's. Mal kurz ein Jäckchen anziehen, ein bisschen frisch. Armband hat wieder den Abgang gemacht. Los. So, weiter geht's. Und hopp. Komm, gib wenigstens Gas. Dieses langsame Reiten. Ich hatte ja gehofft, also in dem neuen Assassin's Creed wenigstens innerhalb der ganzen Ortschaften und Städte das Reiten beschleunigen wieder. Weil das so hart auf den Sack geht. Aber meine Wünsche wurden leider nicht erhört. Und man reitet immer noch so lame. So, dort hinten ist unser Ziel. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Schau mal an, da ist es. Ich muss sehen, was du siehst. So. Ist es runterschießen oder? Oder wie läuft das? Okay, oder schießen schon mal nicht.
Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Okay, ganz undercover hier runter. Der ist weg. Aber schlechte Attentate. Mit mir nicht, Freundchen. Alter. Mach mit! Alter. Stichelt ganz schön die Sau. Kommt von der anderen Seite. So. Tschüss, mein Freund. Problem, Digga. Schleuderwerfer. Lauft lieber, solange ihr noch könnt, oder euer Leben gesehen auf meinem Konto. Sei doch. Pech gehabt. Aber wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch, oder? Einfach easy rüberspringen. Sieht so aus, ne? Ja, easy. Kriegshammer. Nehmen wir die. Gut, haben wir das hier schon geklärt? Wollen wir das andere Schätzchen auch noch haben? Und was drin? Naja, gut. Nicht so atemberaubend, wie ich gedacht hatte. Dann gehen wir nach Grüt-Sand oder so. Hopp. War doch gerade noch ein Hirsch. Als ob, Alter. Ist der Bogenschütze all times. Oh krass, guck mal. Nordlichter. Schön, oder? Verdammt schöne Nordlichter, Junge! Naja, komm, dann mal schnell fixen in Ruhe. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. So, wir spazieren da jetzt einfach mal rein. Ehre, Ehre, Ehre. Und tschüss.
Tür wurde wohl verriegelt. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Multibären sammeln. Liegt ein Brief, Worte auf einem schmutzigen Blatt. Diese Gänge verschlingen Gedanken, entziehen Weisheit. Dies Land gehört uns nicht. Wie Ratschen huschen wir darunter herum. So. Aber wie kriege ich jetzt das Schloss kaputt? Wie kriege ich dieses Schloss kaputt? So, kurz mal durchgeklärt. Ah, easy game ist es. So, dann mal hier rein. Tschüss, mein Freund. Oh, noch ein bisschen Loot. Fallschaden kennen wir nicht. Wie kann ich jetzt das Schloss zerstören? Ist da ein Fenster, wo ich durchschießen kann? Im Boden, wo ich durchschießen kann. Ah. Exactly. Neue Fähigkeit. Was haben wir da? Schlummerdorn. Ein Fall, der mit Svenfendhorn-Rune versehen wurde, lässt das Ziel fast sofort einschlafen. Brauchen wir nicht. So, hier hatten wir. Hier wollten wir zu dem extra Adrenalinpunkt, genau. Eins noch. GG, ich hätte es gar nicht machen müssen. Beidhändig schwer. Da wollen wir hin, Alter, also hier durch. Gut. Dann haben wir das. Hier raus. Und nehmen uns noch das andere Schätzchen mit. Wo ist es denn? War jetzt so gut. Okay. Was hier unten runter? Ah. Okay, haben die irgendwo diese. So eins brauche ich. Überblicke das Land, Freundin. Ablegen und drauf schießen. Nice. Weiter geht's. Da drüben haben wir noch ein Geheimnis. Und noch einen Dude, den wir mitnehmen können. So, das haben wir geklärt.
Kannst doch schwimmen, hüpft doch einfach ins Wasser, ey. Und hopp. Aber gucken, was da ist. Gib acht, sonst holt dich der Fluch. Hier spielt dunkler Seder. Warnung an Zauberer. Wisse, dass ich diesen Landen Seider einzig eine Sache der Seherin und anderer weißer Frauen zu sein hat. Sollte jemand männlichen Geschlechts, sei er Mann oder Knabe, sich schuldig erweisen, dieses unmännliche Werk auszuführen, wird er sich mindestens der Verbannung und womöglich sogar dem Tod durch Entfernung seiner verbleibenden Männlichkeit stellen müssen. Harald, König von Westfold. Was ein Typ. Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Okay. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Okay. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Fehde. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Dieses Weges oder dieses Weges? Ja. Gehen wir mal dahinter aus. Schnee stampfen. Wirst du dich mir endlich stellen? Oder willst du mich weiter aus der Ferne anschreien? Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch lange bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele. Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Geil. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn. Er wird deine Gedanken vergiften. Du hast nicht mal Gedanken zum Vergiften. Stirb, Monster! Alter. So, haben wir Gerechtigkeit walten lassen. Männer wie er sind gefährlicher als jeder Zauber. Sie töten Wissen. Du kannst sein Hab und Gut nehmen. Seine Leiche schenke ich dem Land. Alles klar. Vorher bediene ich mich aber noch ein bisschen bei dir. Gut. Dann haben wir es hier durchgeklärt eigentlich.
Was heißt denn das? Was sind da so Runen? Das werden wir gleich rausfinden. Komm schon. Auf und davon. Auf, gib Kit. Nice. Sieht so sick aus, alles. So viel Schnee vor allem. Wegen reitet man schneller, ne? Oder gar nicht. So, ein Pass in die Berge. Mal sehen, was uns dort erwartet. Oh je, da haben wir wieder jetzt so ein Tier, was wir wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ich kann dieses Ungeheuer nicht leben. Blutgipfelhirsch. Wie viel Damage machen wir denn? Ah, geht sogar, würde ich sagen. Den gebe ich aber dem Hirsch. Bis. Digga, ist der groß. Oder? So, ich drauf mal. Sprich dein letztes Gebet, Hirsch. Alter! Geil. Zwei Fähigkeitspunkte abgestaubt. Ne, Fertigkeitspunkte so rum. Da wollen wir hin. So. Das ist meine neue Adrenalinleiste. Nice. Kopf des Blutgipfelhirschs. Rechts von mir ist ein Schatz. Unter mir scheint ein Schatz zu sein. Da drin. Der Eingang. So, was gibt's hier? Eine Rune und Leder, ein Erz und ein Brief. Mit Blut geschriebene Nachricht. Ich sah den riesigen Hirsch. Ich traf wahre Stärke. Ich erwarte meinen Tod. Ehrenmann. Oder oben ist noch ein Schätzchen. Na, hier ist auch noch ein Schätzchen. Holen wir das Schätzchen da oben noch. Komm am besten hoch. So. Was geiles Fettes wiederfinden wäre cool. Im Waterfall oder was? Oder im Wasser?
hinterm Wasser verrennt. Noch ein Brief. Mit Kohle geschriebene Nachricht. Der riesige Hirsch ist nah. Bald treffen wir aufeinander. Ich töte Bär mit Axt und Wolf mit Zahn. Ich bin der große Jäger. Niemand kommt mir gleich. Ja, anscheinend ja nicht. So, und dann haben wir hier noch den. Dann haben wir die Seite komplett geklärt eigentlich, ey. Nice. Ist dann nur noch hier oben das, was viel zu strong ist. Aber das ganze Gebiet hier können wir dann auch noch clearen. Nächstes Mal. Ich nehme jetzt nur noch den einen Dinger mit. Und dann schauen wir mal. Kommen wir überhaupt hoch? Ja, Wasserfallklettern ist die einfachste Sache, die es gibt, habe ich gehört. Okay, hier geht es jetzt nicht hoch. So, jetzt weg, festhängen hier. Hängst schon an der brutalst glatten Wand und kannst dann das kleine Stück nicht hoch, oder was? Gut, schätze, ich komme. Steigen wir hier einen dicken Berg von Nordwege oder was? Oder warum geht's hier so weit hoch? Heftig, ey, wie es aussieht. Gebt euch das, guckt euch an. Warte, ich gehe hier noch hoch. Sick. Es spiegelt sich sogar im Border, die Berge. Übel sick. Da unten raucht irgendwas. Krass. Krass. Da ist unser Ort der Begierde. Und Sprung. Schauen wir mal, was wir da finden und ob wir da überhaupt rein können. Sieht so aus. Oh, nicht, das war nur. Ah, ja, doch. Eine dicke Kiste, Alter. Und einen Kohlebarren gefunden, nice. Die andere Hälfte vom Haus. Angesenktes Papier. Diese Einfältigen aus Vornberg sagten, ich sei verrückt, aber sie werden Kjotvis Klinge fallen. Mein Hort ist sicher versteckt. Ha! Um den zu bekommen, werden sie durchs Feuer gehen müssen. Wenn es auf deiner anderen Seite der Hort war, war es scheiße versteckt. Wo sind wir denn eigentlich jetzt? Ah, hier in der Pampa, okay. Was geht eigentlich so in Vornberg? Können wir eigentlich mal hin und können wir unseren Daddy. Wenn wir mit unserem Daddy quatschen. Vielleicht hat er irgendwer was zu sagen hier. Fängt wieder ganz so schön, wenn ich hier laufe. Dein Maul. Die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Hä?
Hier ist aber jemand, mit dem ich reden soll. Ah, nice. Okay, hier wird gefeiert. Sitzt er in seiner Halle. Hallo. Was geht? Vater. Eivor, haben wir uns nicht schon verabschiedet? Das haben wir. Ich wollte nur, dass du weißt, alles, was ich tue, tue ich für Sigurd. Du warst so lang von Rache erfüllt, dass es dich ausgehöhlt hat. Und nun willst du diese Leere mit der Treue zu Sigurd füllen? Wäre das so schlimm? Nein, doch es wird dir nicht genügen. In dir ist ein Hunger, der alle um dich herum verschlingen wird, wenn du nicht Acht gibst. Okay. Kann froh sein, dass ich nämlich gleich die Fresse eingetreten habe. Ja gut, dann... Den ganzen Tag nicht gewonnen. Das muss ich ändern. Mehr gibt's ja nicht anscheinend, ne? Was macht ihr denn hier? Boah, die sind... hartes Level über mir. Ja, hier war einst die Schmiede. Wer schmiedet hier jetzt? Niemand. Keiner, mit dem ich Konversation führen kann. Nee, sieht doch echt nicht so aus. Ja gut. Dann, Freunde, war das mal eine kurze Runde. Wir haben ein paar Missions gemacht, ein paar Schätze geholt, ein bisschen gelevelt. Einfach mal ein bisschen gechillt so am Sonntag, wisst ihr ja. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.